Sie sind hier, 13. November 2018, 10.45 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Henrik Grödel hat sich mit der deutschen Nationalmannschaft für die WM qualifiziert. Urheberrecht Getty. Ohne seine Stars bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihre kommenden WM-Qualispiele. Bundestrainer Henrik Grödel beruft 4 Neulinge. Basketball-Bundestrainer Henrik Grödel setzt im Kampf um den Gruppensieg in der WM-Qualifikation auf eine Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Elan. In Abwesenheit der NBA-Stars und Euroleague-Spieler nominierte der 49-Jährige für die Partien in Griechenland und gegen Estland die Neulinge Philipp Herkenhoff, 19, Kostja Muschidi, 20, Tim Schneider, 21 und Sidmar Lontais, 25. Geführt werden die Debütanten von Routiniers wie Kapitän Robin Benzing, 29. Die Spiele steigen in Patras am 30. November 18.00 Uhr und Ludwigsburg am 3. Dezember 20.00 Uhr. Leistungsträger wie NBA-Profi Dennis Schröder oder die Euroleague-Akteure von Bayern München erhalten für die Partien keine Freigabe. DBB-Team bereits für WM qualifiziert. Die Qualifikation für die WM 2019 in China hat die bislang in 8 Partien ungeschlagene Auswahl des DBB bereits geschafft. Mit den ebenfalls unbesiegten Hellenen duelliert sich Rödels Team um den Gruppensieg, der für die WM-Auslosung von Bedeutung ist. Die zweite Partie gegen die Griechen findet am 24. Februar in der Frankenhölle in Bamberg statt. Das Team trifft sich am 26. November in Heidelberg und reist 2 Tage später nach Griechenland. Das Aufgebot des DBB für die anstehende WM-Qualifikation. İsmet Akpınar, Ratio Farm Ulm, Robin Benzing, Besiktas Istanbul, Bastian Dorit, Andreas Seifert, beide Midi Bayreuth, Nils Giffey, Tim Schneider, Johannes Thiemann, Alle Alba Berlin, Philipp Herkenhoff, SC Rasta Fechter, Karim Jello, MHP Riesen Ludwigsburg, Kostja Muschidi, KK Megabemax, Serbien, Andreas Obst, Monbus Obradoiro, Spanien, Carsten Tada, Ewe Baskets Oldenburg, Sidmar Lontais, Science City Jena, Mike Zill bis Roter Stern Belgrad. Jetzt die Sport1-App herunterladen.